Hallo und herzlich willkommen zu Wikis Unmeldes Filmuniversum. Ich kann das schon gar nicht mehr aussprechen. Wir sind's. Ihr habt's richtig gesehen. Ihr habt auf das richtige Video geklickt und könnt es wahrscheinlich genauso wenig fassen wie Vielleicht ist das wir. auch das falsche Wir Video. sind es tatsächlich. Ja. Also du. Die. Also, vielleicht wisst ihr auch gar nicht mehr. Vielleicht habt ihr auch nur auf das Video geklickt, weil ihr dachtet: Hä? Wen haben wir denn da abonniert? Was sind das für Hansens? Aber jetzt spätestens an unsere Disney-Figuren vor den X-Rated Hardboxen. Wisst ihr, ach, die bekloppen. Ja, wir sind zurück, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Wir hatten mal wieder richtig Bock, ein Video zu drehen. Und vor allem auch haben wir gerade Sascha Kubredis Vorstellungsvideo gesehen. Über viele, viele tolle YouTuber. Und auf einmal erwähnte er uns. Und wir hatten schon länger überlegt, mal wieder was zu machen. Und wir haben uns gedacht, so, Mensch, Warum nicht es jetzt? ist 10 Uhr abends. Einen Film gucken könnte man auch, aber man könnte ja auch Ist ja mal. sogar schon fast Ja, Elsa. es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis das Handy einsatzbereit war. Wir könnten doch einfach mal ein Video drehen. Also drehen wir einfach mal ein Video. Einfach mal so ganz spontan, weil wir Lust drauf haben. Schlicht und ergreifend, wir haben Lust drauf. Und wie ihr das wie ihr dem Titel wahrscheinlich entnehmen könnt, wird es diesmal mal was ganz anderes. Nein, nicht ganz anderes, aber mal nicht das übliche Update-Video, was wir ja meistens zuletzt rausgehauen haben, sondern einfach, wir sprechen über Filme, die wir geguckt haben. 10 Filme? Hast du eigentlich 10 jetzt rausgesucht? Ich Wir meine. haben nicht mal alle 10 davon. Ja, aber du weißt, welche 10 wir besprechen wollen. Du hast mir jetzt noch nichts gesagt. Also wie immer, wir sind unvorbereitet. Nein, Wir nicht haben ganz erst mal unvorbereitet. vier, Wir haben danach können wir weiter überlegen. vier Filme vorbereitet, die wir hier liegen haben. Und noch einige, die wir ja im Zeitalter von Streaming halt online geguckt haben und hier noch nicht in der Wohnung ja, ne? Haben. Haben. Und deswegen würde ich sagen, guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ist ja schon lange her, dass wir ein Video gedreht haben. Nicht lange rumgeschwiffen, Ach so, ich geschweift, dachte, wie die auch Filme immer. kaufen, die man geguckt Aua. hat. Klar, die Filme gucken, die man gekauft hat. Und ich würde sagen, wir fangen Nee, kaufen, die man geguckt hat, habe ich gesagt. mit dem Film, der hier, glaube ich, am längsten in unserer Sammlung ist. Und Oh bis ja. heute nicht geguckt wurde. Also jetzt schon, aber Auch nicht heute. auch nicht heute. Und fangen wir gleich mit der ganz harten Kost an. Und super aktuell ist er auch noch. Nein, eigentlich nicht. Mann beißt Hund. Kann man das sehen? Ich hoffe. Die Folie spiegelt sich ein bisschen, aber ich kann es auch noch mal gerne ein bisschen näher halten. Aber die Schrift konnte man lesen. Mann beißt Hund. Ein Belgischer. belgischer, ich habe jetzt gerade echt überlegt. Danke. Du wusstest genau, was ich sagen wollte. Ein belgischer Film, der schon, ja, etwas älter ist. 92. Wir haben uns einfach mal, ja, wir hatten kurz davor einen Film, reden wir über den Film, den wir davor geguckt haben, warum wir diesen Film Vielleicht, geguckt ja. haben. Wir können ja auch einfach so ein Crossover machen und gleich beide Filme auf einmal behandeln. Wir hatten halt kurz bevor wir diesen Film gesehen haben, uns den Film Familie zu Family vermieten. for Rent, ja, Familie zu vermieten, angeguckt, wo auch der besagte Hauptdarsteller mitgespielt hat. Und beim Film gucken, Was also übrigens ein ganz anderer Film ist als Mann weiß ein Hund. komplett anderer Film. Als wir diesen Film geguckt haben, haben wir halt auch mal geguckt, so Mensch, was hat der noch so gemacht? Der ist ja schon ein bisschen lustig, der Mann. Auf den hätte ich Und nicht dann getippt. kam auf einmal dieser Hund, hätte ich mal gesagt, dieser Film zum Dieser Hund Vorschein. um die Ecke. Und dann haben wir uns nach diesem Film einfach mal ganz spontan gedacht, den müssen wir uns jetzt mal angucken. Der geht ja auch nicht so lang. Der geht auch nicht so lang und ja. Ja. Er ist speziell ein Arthouse-Film. Da passt er ganz gut rein, würde ich sagen. Er Ein, Film. aber auch ein Skandalfilm immer noch. Skandalfilm, Also ich würde ihn sogar immer noch ja. ein bisschen als Skandalfilm. Also, nachdem man halt so viel Mist geguckt hat, wie man halt so geguckt hat, Aber man weiß, warum es würde ein ich Skandalfilm ist. nicht sagen, er ist immer noch der größte Skandalfilm, aber er hat so seine Momente. Und zwar geht es in diesem Film, es ist so eine Art Pseudo-Dokument, eine Mockumentary, wo ein Kamerateam, ein Profikiller, er ist der Profikiller, Nee, ist er nicht mal Profi, er bringt einfach Leute stimmt, um, ne? einfach nur ein Serienkiller kann man eher sagen als Profikiller,
begleitet auf dem Weg, wie er Leute umbringt. Und dabei sich mit ihnen unterhält. Und also wenn man das so sieht, und die kann machen man ja teilweise sogar mit ja, am Schluss. Das Kamerateam macht dann teilweise auch mit und hilft bei der Leichenentsorgung und so weiter und so fort. Oder stirbt halt mal in der Schießerei. Oder stirbt dann auch mal so ganz nebenbei. Diese Schießerei habe ich echt nicht kapiert. Also, bevor wir jetzt ganz, ganz viel weiter reden, ja, gleich voran, wir werden spoilern. Wir werden uns auch nicht groß zusammenreißen. Wir sehen wir versuchen vielleicht am Anfang das Ganze erstmal kurz zusammenzufassen, aber es wird jetzt kein... Achtung, jetzt kommen die Spoiler-Warnung geben. Also wer überhaupt nichts... Also es sind aber auch keine Filme, wo man jetzt sagen muss, die sind jetzt so hochaktuell. Ja. Ne? Eins war ja schon, aber die kommen erst später. Und also gut, der ist von 92. Der ist aber schon so der alt. Der ist jetzt 28 Jahre alt. Aber trotz alledem, es werden Filme sein, wo wir spoilern werden. Also, falls ihr über diesen Film nichts wissen wollt, ja, dann einfach Ton aus. Oder also wirklich viel Spoilern könnte man ja nur übers Ende an sich, weil was du da siehst, das ist ja naja, nur so allgemein. Nicht, dass ihr euch jetzt nachher, dass ihr nachher verärgert seid, dass man da irgendwas erzählt, was ihr nicht hören wolltet. Auf jeden Fall sterben dann halt auch teilweise die Kamera... Leute oder Tonleute. Aber ich habe auch nicht kapiert, die gehen ja, die fahren ja da so lang. Also die nehmen ja diesen Taxifahrer und bedrängen den quasi, dass er da irgendwo hingefahren werden will. Der ja dann auch verreckt anscheinend an einem Herzinfarkt. Ja. Und dann sind sie in dieser Fabrik, dann beschießen sie sich, während sie ein Auto verfolgen, beschießen die sich. Ja. Auf der Straße, niemand ruft die Bullen. Nee, also am Anfang. Es scheint eine Stadt zu sein, wo es keine Polizei gibt. Aber doch, aber dann sind sie ja in dieser Fabrik und am Ende kommen ja die Bullen. Ja, und das Ding ist aber auch, man und dann ballern die da in dieser Fabrik rum und fragst sie so, was soll das? Man beobachtet ihn auch, wie er durch die Stadt läuft und dann so erzählt, wie er die Leute umbringt und man denkt sich so, also man sieht ja auch die Morde, in Anführungsstrichen. Oh, ja. Und man denkt sich so, das hat jetzt doch keiner mitbekommen, wer das war, weil er ist jetzt nicht unbedingt. Also ey, ist allein die Fingerabdrücke. Er ist kein smarter Serienkiller, sage ich jetzt mal. Also smart insofern, dass er sich der Mühe gibt, keine Beweise Spuren zu hinterlassen. Allerdings, na gut, der Film ist von 92. Da gab's das schon. Da war das vielleicht noch nicht so weit verbreitet für die allgemeine Öffentlichkeit. Ich habe keine Ahnung. So Fingerabdrücke? Ich war zu jung, um mich jetzt mit so einem Thema da zu beschäftigen. Aber... Aber wie der da zu Rande geht. Aber ich habe mich schon teilweise gefragt, denn gehen sie getarnt als Dokumentation zu einer alten Oma in die Wohnung, die ja ihnen dann Rede und Antwort auf ihre Fragen gibt, also sehr nett ist und dann, ja erschreckt und warum er sie. Warum bringt er sie um? Erschreckt er sie zu Tode quasi. Wegen Geld. Also er macht das halt wegen Geld. Ja, aber das sagt er auch ganz klar, ne? Es ist irgendwie merkwürdig, weil einerseits wirkt er halt sympathisch, man sieht auch seine Eltern und dann ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen sympathisch. Naja, nee, eigentlich auch nicht. Ja, aber er wirkt jetzt auch nicht. Ich fand ihn halt wie, komisch. Aber jetzt auch nicht so wie ein Arsch. Also nicht wie so ein. Er ist kein Arschloch, nee. Ja? Also kein reinrassiger. Er macht Arschloch. Es halt, um damit Geld zu verdienen. Das ist halt so sein. Ja. Beruf, wenn man das so will. Und aber anscheinend wissen ja auch die Leute in seinem Umkreis, außer seine Eltern und seine Großeltern. Ja. Also er hat ja dann eine Freundin oder irgendwie eine Tante, die er als Freundin bezeichnet und dann diese Prostituierte und dann dieser eine Heini da bei seinem Geburtstag, die scheinen ja zu wissen, was der macht. Ja, naja, ich meine, er bringt und den auf seinem, das war sein Geburtstag oder weil er rauskam? Nee, weil er aus dem Krankenhaus kam. Und dann also, er tötet halt aus Spaß. Wir hatten ja aber ich glaube, das war ein Unfall, ne? Oder war das Absicht? Das war schon Absicht, weil er ihn genervt hat halt. Weil er, die haben sich ja die ganze Zeit irgendwie da unterhalten, laut und gelacht und getan. Und das wirkte jetzt eher so wie, du störst jetzt hier, boom. So, wir hatten ja befürchtet, dass man auch sieht, wie er kleine Babys umbringt. Oder ein gehört, Baby umbringt. Ich habe halt gehört, dass man das sieht. Das gab es Gott sei Dank nicht. Auch wenn dieser Schnuller da... in den Delete ziehen. Man sieht aber schon auch... Wie ein Kind umbringt. Na, sehen, also, du kriegst es mit. Naja, man sieht nicht, wie das Kind an sich nachher auf dem Boden tot liegt. Oder wie es gerade zusammen... Aber, ja, man ist dabei. Und das ist dann auch der Skandal wahrscheinlich an diesem Film. Ja, und dieses Allgemeine, das du halt so siehst, so, der bringt da Leute um und die filmen das alles und machen da mit teilweise und bringen ja am Ende sogar selber Leute. Diese Vergewaltigungsszene fand ich auch total... Die waren wirklich merkwürdig. Die besaufen sich in der Bar und dann gehen sie in irgendeine Bude, wo gerade zwei Leute anscheinend miteinander knicki-knacki und dann vergewaltigen die da die ganze Nacht die Frau. Ja. Der Typ steht daneben und dann bringen sie am Ende beide um. Ja.
Und das machen die Kameras? So selbstverständlich. So, also, ja, für die ist das auf einmal ganz normal. Das Team selber wirkt eher wie so eine Horde Studenten, die da jetzt gerade ihre Abschlussarbeit präsentieren aber wollen. Es wird halt auch nie erklärt, für wen drehen sie das? Ja. Wie sind sie auf ihn aufmerksam? Das Ding ist geworden? Das wäre noch interessant gewesen. Warum drehen sie das? Wo wollen sie das veröffentlichen? Weil einiges ist ja nichts, was man im Fernsehen zeigen kann. Nee, schon gar, weil er nie sich verkleidet. Ja. Also Gesicht, er verkleidet sich ja als Priester zum Beispiel. Es ist ein sehr abstruser Film. Ich weiß nicht, ob einer von euch den schon gesehen hat. Wahrscheinlich schon mehr, als wir jetzt gerade glauben. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich aussprechen würde. Wenn man sich das einlässt, ja. Wenn man mal ein bisschen was... Abseitiges sehen. Abseits des Mainstreams sich angucken möchte. Ja, das ist definitiv Mainstream. Das ist auf jeden Fall... Wir haben lange gebraucht, um ihn zu gucken. Es ist kein Film, den man sich jetzt einfach mal so nebenbei angucken würde. Also den wir uns einfach mal so angucken würden. Ist kein gute Laune-Film. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die ihn als ihr Lieblingsfilm ansehen würden. Aber... Es gibt auch Leute, die sagen, Natural Born Killers ist ihr Lieblingsfilm. Ich habe ihn bei Letterboxd 4 Sterne gegeben. Glaube ich auch. Also wie gesagt, er hat mir schon... Also es war mal was Interessantes, ja, auf jeden Fall. Interessant, also... Also schlecht war der nicht. Die Idee dahinter fand ich echt gut. So dieses als Dokumentarfilm. Also er redet ja auch die ganze Zeit. Es ist halt... Es ist wie eine Dokumentation. Es ist wirklich wie eine Dokumentation. Ne? Und das fand ich echt ganz gut. Deswegen 4 Sterne, hat mir gefallen. Bei Letterboxd selber hat er eine Durchschnittsbewertung von 3,7. Also scheinen wir da ja auch nicht aus der Reihe zu schlagen. Nur falls es jemand interessiert. Und ja, eine Empfehlung. Ganz eindeutig. Wenn man sich auf sowas einlassen möchte. Wenn man sich auf sowas einlassen möchte. Also wenn du jetzt nur Popcorn-Kino halt guckst oder halt Familienkomödien, ja, dann solltest du das nicht gucken. Also das Label sagt es ja auch schon aus, Arthouse ist ja sowieso dafür bekannt. Und man muss ja sagen, legal in Deutschland FSK 18 zu bekommen. Also es ist nichts, was man jetzt importieren müsste. Ja. Weil Skandalfilm. So wie hier, wie ist der Scheiß? Das Serbian-Film. Was ein Rotz. Das ist wirklich... Jo, ich würde sagen, wir machen weiter mit den Filmen, die wir hier zu Hause haben. Denn am Ende müssen wir quasi ohne Bildmaterial darüber dann reden. Naja, mit Coverbild von Letterboxd vielleicht mal maximal so. Noch. Und zwar der Film I See You. Das geht mir gut. Oi, 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 oi. So. Alter, das spiegelt das ja ekelhaft. Schlimm aus. Das sieht ja furchtbar aus. Wir haben extra dieses Fach genommen, weil es so gut angeleuchtet wird. Aber ganz ehrlich, so sieht das Cover noch bedrohlicher aus als ohnehin schon. Mit der Maske, Folie funktioniert leider nicht so Maske gut. Diese Maske ist schon echt ekelhaft gewesen. Ja. I See You. Kam jetzt auch gerade vor kurzem raus. Und ist durch die Decke gegangen. Jeder hat über diesen Film geredet. Ja. Und ja, man ist an diesen Film rangegangen. Wie bei Parasite, will ich damit auch sagen. Weil Parasite haben sie ja auch an die Decke gehoben, gelobt. Und man hatte so ein bisschen Angst, dass der Film irgendwie Schiete wird. Aber ich finde, der Film hat mich voll und ganz überzeugt. Ich sage einfach mal so, es ist der bessere Horrorfilm, den Kevin in letzter Zeit rausgebracht hat. Er hat mich komplett überrascht. Der ist der Hammer, Alter. Der ist... Also, das, ja. Ja. 2 Sterne vom Zocki? Ja. Also der Playzocker ist nicht sehr begeistert von diesem Film, falls euch das interessiert. 4 Sterne haben wir ihm gegeben. Ich könnte mir vorstellen, du auch, ich könnte mir das sogar vorstellen, beim zweiten Mal könnte ich da noch einen halben Stern mindestens draufpacken. Also der hat mich wirklich positiv überzeugt. Vor allen Dingen, weil du den Film ja im Prinzip zweimal siehst. Genau. Du siehst ihn ja erst aus der Sicht der Familie, um die es geht. Achso, bei diesem Film doch eine ganz kleine Spoilerwarnung. Insofern, falls ihr den nicht gesehen habt, verdammt nochmal, schaltet jetzt aus. Ja? Oder spult vor. Weil der Film, der muss quasi geguckt werden. Da darf werden. Man wirklich nichts wissen. Da sollte außer man nicht die fühlen. Grundgeschichte. Es sei euch ist das sowieso Kackwurst egal. Also wir fassen kurz die Grundgeschichte zusammen, die man kennt. Genau. Ein Teenager wird entführt. War das ein 11-, 12-Jähriger? Ja, ne? Ungefähr. Die Stadt ist in Aufruhr. Die Stadt ist in Aufruhr. Der Vater dieser Familie ist der Polizist, der den Jungen finden soll. Mhm. Und gleichzeitig passieren merkwürdige Dinge im Haus, weil irgendwie Bilder aus ihren Rahmen verschwinden, Besteck verschwindet. Genau. Und dann taucht es wieder auf. Man kriegt so ein ganz komisches Gefühl einfach auch.
Genau. Es ist, und du denkst am Anfang so, ja, okay, geil, noch ein Paranormal Activity-Film mit Kindesentführung. Dann sieht man halt dieses Gesicht hier. Boah, das war unter dem Bett des Jungen. Das war, Alter. Es ist eine Maske halt. Sieht man auch, dass es eine Maske ist. Also es wirkt jetzt nicht, es sieht auf diesem Bild jetzt echt schlimm aus, aber es ist eine Maske und das sieht so man auch. Aber sie liegt halt einfach so starrend unter diesem Bett. Und dann gleichzeitig diese ganzen... Dieses Bild, ey. Was? Du siehst so, das Bett darunter ist ja dunkel, weil es ja abends ist. Und du siehst diese Maske und denkst du schon so, Alter, was soll denn diese... wo kommt diese scheiß Maske her? Genau. Ne? Oder dann gibt es halt auch diesen Moment, wo der Vater dann im Schrank eingesperrt wird und dann draußen ist irgendwas. Genau. Und dann schreit er da halt rum und dann kommt auf einmal seine Frau, die gespielt von Helen Hunt, die nur einen Gesichtsausdruck hat, seitdem sie einen Unfall hatte, offenbar. Und holt ihn da raus und dann denkst du dir auch so, ey, da war doch gerade einer und hä? Also dieser Film. Und mitten im Film könnte man fast sagen, spulen die den Film zurück, weil dann fängt der Film wieder an, aus einer völlig anderen Perspektive. Und das ist jetzt der Punkt, wo ihr spätestens bitte einmal abschaltet, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Wir wechseln ja nachher das Cover, also insofern wisst ihr auch, wann ihr wieder reinschalten könnt. Denn wir sehen auf einmal eine junge Frau vor der Kamera, YouTube, lässt grüßen quasi. Gott, wie haben die das genannt? Frogging, ne? Frogging, genau. Deswegen auch diese Froschmaske. Genau. Die nennen es, und das gibt es ja anscheinend wirklich. Frogging was ist, das Ganze nicht gerade irgendwie besser macht. Du mietest dich als, oder du brichst in ein Haus ein, in dem jemand lebt und wohnst dort mit denen quasi für ein paar Tage, unentdeckt, wenn möglich. Genau. Und sie ist da halt mit so einem Typen, der da unbedingt bei sein will. Genau. Der so ein bisschen komisch ist, weil der dann immer mehr... Ja, am Anfang noch nicht mal unbedingt. Nee, aber der noch, riskiert schon sehr viel zu Beginn. Man merkt also, er steckt nicht so hinter wie sie. Sie lebt das Ganze, nur sie ist da voll drinne. Sie hat ihre Regeln, die müssen eingehalten werden. Und er ist halt so, er möchte halt Spaß haben dabei. Genau, er riskiert halt auch gesehen zu werden. Man erfährt dann halt, dass er derjenige ist, der diese Bilder klaut. Genau. Der das Besteck klaut. Wobei... Erfährt man das am Anfang schon? Man erfährt aber so nach und nach. Dann steht auf einmal so eine Tasse auf dem Dach oder was, eine Kanne. Aber irgendwas steht halt, Porzellan steht auf dem Dach. Und sieht man halt im ersten Bereich. Und dann weiß man, warum es auf dem Dach steht. Weil die da halt gelebt haben. Also macht und halt weil er das vorgestellt hat. Ja, macht am Ende das alles Sinn, was man gesehen hat quasi. Vielleicht sollten wir nochmal zum ersten Teil ein bisschen zurückkommen, wo man ja die Familie in erster Linie kennenlernt. Wo man auch merkt, okay, die Frau hat einen Seitensprung gehabt, hat den Mann quasi betrogen. Ja. Ihre Affäre kommt vorbei. Dem fällt auf einmal irgendwas auf den Kopf, man weiß nicht was. Auf einmal ist da eine Kanne auf dem Kopf. Und dann ist sie... Im zweiten Teil weiß man dann nachher, warum diese Kanne auf dem Kopf ist. Ja. Und dann sieht man halt nur, wie sie ihn verpflegt. Ihren Sohn zur Schule fährt. Genau, und als sie wiederkommt, ist er tot. Das sieht man im ersten Teil. Ne? Er liegt halt auf dem Boden... Nee, du siehst sogar noch, wie er da irgendwie an diesen Schrank geht und dann hörst du nur von hinten ein Pum, weil ihm irgendjemand was auf den Kopf haut. So viel zum ersten Teil dann, ne? Also man merkt... Und parallel ist halt die ganze Zeit diese Entführungsgeschichte. Genau. Und dann kommt halt raus, dass das vor, weiß nicht wie vielen Jahren vorher schon mal passiert ist, irgendwie 15 Jahre vorher. Jetzt nicht so schnell vorgreifen. Nee, aber das ist ja schon Thema, dass da schon mal Kinder entführt worden sind und dass da jemand für verknackt wurde. Und sie besuchen ja dann auch eins der Opfer von damals, also die Polizei. Und dann, das ist halt auch so parallel. Man fragt sich ja die ganze Zeit, was soll denn dieser Quatsch mit dieser Kindesentführung so nebendran, wenn du gleichzeitig diese Geisterhausgeschichte hast. Und durch diese andere Perspektive dreht sich das alles so um. Also dieser Film stülpt sich quasi einmal nochmal über, würde ich das fast nennen. Ja, weil du dann auf einmal siehst, was passiert, wo du keine Erklärung für hattest. Ich find's geil, man sieht auf einmal, der Vater, der die ganze Zeit so super sympathisch wirkt, auf einmal hat er diesen Liebhaber umgebracht. Man denkt sich nur, okay, er ist halt angepisst vom Liebhaber. Ne? Er wurde betrogen und er reagiert irgendwie etwas über, aber... Und dann sieht man auch erst, du siehst ja, wie sie mit der Leiche verschwinden und den vergraben, und dann siehst du ja auch erstmal, wie lange das anscheinend dauert, wie lange die da weg sind. Und dann, aber wie gesagt, dieser Typ, der dabei ist, da denkst du ja die ganze Zeit, wenn du den zweiten Teil guckst, sozusagen, wenn du den Film nochmal siehst, dass der das gemacht hat. Ja, also du hast den Eindruck, dass der die Leute da terrorisieren will und die quälen will, weil, und du denkst halt auch, dass er den Typen umgebracht hat.
Zumindest kriegt man so den Eindruck, weil er genug Anlass dazu bietet, ein Arschloch zu sein. Und dann kriegst du irgendwie halt wirklich diesen Moment mit, weil das Mädel dann sieht, was passiert ist im Keller, weil da ihr Rucksack liegt, dass der Vater den Typen totschlägt. Ja. Quasi. Wo man sich dann auch so denkt, so, hä? Ja, weil also dann ja noch einerseits irgendwie verständlich, ja, aber er tut ja am Anfang, im ersten Teil so was macht denn der hier, so nach dem Motto? Im ersten Teil geht es ja noch darum, dass es der Sohn genau, sie glaubt ja, dass es der Sohn war. Ja. Das ist ja auch so geil. Sie hat echt Vertrauen zu ihrem Sohn, ne? Ja, das ist eigentlich auch schon bekloppt. Aber ich finde halt super, wie sie diese ganzen, einerseits dieses Paranormale, dann, na, paranormal insofern, dass man das halt am Anfang nicht erklären kann. Aber im Prinzip. Aber auch nicht unbedingt eine Andeutung hat, dass Menschen da im Haus sind. Aber im Prinzip ist es The Boy weitergedacht. Ja. Das ist quasi The Boy, oh Gott, jetzt haben wir The Boy auch so ein bisschen, aber egal. The Boy, noch ein bisschen weiter. The Boy noch expliziter weitergedacht, sage ich jetzt mal. Aber auch diese Geschichte mit diesem vermissten Kind, wie das nochmal integriert wird, und das ist super. Also ich finde, wollen wir wirklich komplett wahrscheinlich spoilern? Wird es genug, also vielleicht sollten wir vielleicht den absolut, ja, obwohl andererseits, ja, wir haben jetzt schon alles gespoilert. Es gibt ja Leute, die das sich trotzdem angucken. Auch, ne? Also sagen wir so, wir haben ja jetzt sowieso schon einen der großen Twists gespoilert. Jetzt können wir auch den zweiten großen Twist spoilern, bevor das Video in einer halben Stunde gleich ausgeht. Und zwar kommt irgendwann raus, also man hat ja gesehen, wie sie diesen Jungen besucht haben, die beiden Polizisten. Es sind ja zwei Polizisten, die damals schon ermittelt haben wohl. Und sie besuchen einen der Überlebenden und der sieht halt echt schlimm aus, ne? Der hat sich ja selber verstümmelt oder sowas, ne? Und dann besuchen sie den halt und wollen den befragen. Und der dreht sich um, guckt die Polizisten an und fängt an zu schreien. Mhm. Und du fragst dich so, ja, okay, alles klar. Der sieht halt den Polizisten, der ihn damals befragt hat, zu dieser Scheiße, die dem passiert ist. Genau. Und dreht halt durch, weil er das nicht verarbeitet hat. Und irgendwann merkst du so, ey, irgendwas stimmt mit dem Vater doch nicht, Alter. Mhm. Der tickt doch nicht ganz richtig. Weil er schlägt den Liebhaber tot. Und dann, wie war das nochmal? Sie fällt irgendwie die Treppe runter, weil sie sich streitet mit dem anderen und er versteckt sie im Auto, ne? Er legt sie doch dann ins Auto und dann fährt der Vater mit dem Auto, wo sie drinne ist, weg. Und dann findet sie im Auto den blutigen Baseballschläger und die Sachen von dem verschwundenen Kind. Das Trikot. Die aber nur nicht gefunden wurden von der Genau, Polizei, die aber nicht gefunden wurden, sondern die gelten als verschwunden quasi. Und dann fängst du so an, so, okay, warum hatten die das Zeug in seinem Auto? Und dann fahren die in den Wald zu so einem Wohnwagen. Da war dann schon bei mir so, okay, irgendwas hat er damit zu tun. Genau. Und dann fahren die zu diesem Wohnwagen und dann passiert das einzig Dumme an diesem Film. Und zwar das richtig Dumme. Ja. Sie geht hinterher zu diesem Wohnwagen und da ist irgendwo halt dieser Typ und sie weiß schon, irgendwas stimmt mit dem nicht. Mhm. Weil sie hat ja gesehen, wie der jemanden umgebracht hat. Ja. Man muss ganz kurz nochmal zurückspringen, weil vorher gibt es eine Szene im Polizeirevier, wo es heißt, es hat sich jemand gemeldet, die gesagt hat, sie weiß, wo der Mörder oder Entführer ist und wir tracken gerade das Handy. Mhm. Und dann merkst du so, als sie im Wald ist, ach du Scheiße, die verfolgen doch das Handy und sie wissen, wo der Mörder Entführer ist und sie tracken gerade das Handy. Und dann macht es ja total Sinn, weil sie ruft die Polizei und sie versuchen, ja, sie dann zu finden. Aber anstatt, dass sie sich einfach versteckt, ja. Es sieht so doof, geht in diesen Trailer rein. Ich hasse solche Sachen. Das macht also jetzt vor allem, weil sie vorher so smart war. Würdet ihr sowas machen, wenn ihr alleine unterwegs seid? Ihr seid eh schon gehandicapt. Und da ist ein Kindesentführer. Und da ist ein möglicher Kindesentführer. Und Mörder. Und Mörder. Würdet ihr da hingehen, wo derjenige sein könnte, offensichtlich, in dem einzigen Objekt, das da ist? Oder würdet ihr euch irgendwo in den Gebüsch verstecken, warten, bis dieser Typ wieder losgefahren ist und dann vielleicht gucken? Also das macht ja noch Sinn. Ich würde mich erstmal verstecken, bis der weg ist. Ärgerlich ist halt wirklich, dass sie ja vorher so smart sich verhält. Ja. Und natürlich findet sie da drin die Kinder. Es ist anscheinend aber auch drei Kinder, ne? Und ja, er hat ja noch ein paar andere. Da waren ja, also die wurden nie geredet, ein oder komischerweise, zwei noch andere. Ne? Also man findet halt die Kinder. Mhm. Man weiß dann, okay, alles klar, der ist ein Kinderficker. Ja. Und dann und dabei ist er der Mann von The Closer. Das hat mich so, das hat mich alles so irritiert. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen. Der Mann von The Closer. Naja, also der Typ also da, ist der Schauspieler da, von The Closer. Da platzte ja das erste Mal der Kopf so ein bisschen. So dieses, ach du Scheiße. Ich fand den in The Closer so toll und deswegen war das für mich gerade so sogar doppelt irgendwie. Und das Geilste ist ja, dann kommt ja am Ende nochmal das Ding. Dann gibt es halt so, ja, so ein.
also diesen Verfolgungsjagd im Haus und diesen kleinen Kampf dazu, den beiden fand ich auch so ein bisschen bescheuert. Also man sieht ja im ersten Teil übrigens, wie der Vater angegriffen wird von dieser Froschmaske. Ja. Und dann kommt ein Schuss oder sowas. Quasi genau, ein Schuss. Man hört einen Schuss. Und man weiß, okay, einer von beiden wird gleich tot sein. Und da geht es dann nachher auch weiter. Quasi. Genau, da ist dann das erste Mal, wo man dann wieder weiterguckt. Und dann kommt ganz am Ende, kommt dann quasi der nächste Ballfuck, dass der Junge, der sich da versteckt hat, einer der beiden Jungs ist, die damals von ihm entführt worden sind. Und er weiß, dass er es ist. Er hat ja auch, und wenn man dann nämlich drüber nachdenkt, hat sie am Anfang noch gesagt, du hast das Haus ausgesucht. Genau, sie sagt, du hast das Haus ausgesucht und ausspioniert. Mhm. Dann macht es Sinn, dass der Junge schreit, weil er seinen Entführer sieht quasi. Und ey, dir fällt alles so quasi wie so eine Maske ab. Ich meine, da wird es wahrscheinlich genug Leute geben, die sagen, jetzt habe ich schon von vornherein gerochen. Naja. Die haben auch das Six Cent beim ersten Mal gerafft. Aber ich muss sagen, ich war bis zu dieser Szene im Auto, wo das von dem Jungen drin waren, die Sachen, war ich komplett, da dachte man komplett so, ahnungslos. Ja, da dachte man schon so, okay, der Typ ist schon krass, ne, dass der da einfach so den Typen umnimmt. Aber ich habe echt obwohl man halt schon vorher alles gesehen hat, dass die da gewohnt haben und dass es alles nicht paranormal ist und sowas. Aber da war trotzdem komplett ahnungslos, wo das noch alles hinführen sollte. Auch wenn da vielleicht schon einige alle wussten, wo es hinführen sollte. Aber ich wusste es nicht. Aber das sind dann noch Leute, die beim ersten Mal Sixth Sense merken, dass niemand mit Bruce Willis redet. Aber das ist ja auch das Ding, wenn ich einen Film gucke und nichts über diesen Film weiß, dann mache ich mir keine Gedanken, wo das hinführen könnte. Ja, doch schon so ein bisschen. Aber du guckst es ja. Aber wenn man dann natürlich irgendwelche Sachen hört, wie du, und ich sag jetzt nicht, welcher Film, wir reden hoffentlich auch nicht über diesen Film, I gave you my heart, und dann macht man sich mal diese Sache Gedanken, dann kann man das natürlich in dem Film, ist jetzt bescheuert, sowas reinzuhauen, ohne dass ihr jetzt wisst, was es gibt, aber es gibt ja manchmal so Aussagen, wo man dann merkt, okay, die haben jetzt was gespoilert, vielleicht nicht so direkt, aber man macht sich halt darüber Gedanken, und dann guckt man sich den Film an und merkt halt anhand von dem, was man noch weiß, weil man sich ja Gedanken darüber gemacht hat, okay, ich glaube, jetzt weiß ich, wo es hinführt. Aber es war halt bei diesem Film nicht der Fall. Also ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Ja, aber auch nur den Klappentext. Hätte ich jetzt gewusst, dass es am Ende vielleicht so ein Mindfuck, was heißt Mindfuck, so, ne, sowas gäbe, sowas Besonderes, hätte ich mir vielleicht die ganze Zeit nur große Gedanken gemacht und vielleicht wäre ich dann auch aber auf die Idee gekommen. Man hat ja nur diese Grundstory halt gewusst. Genau. Und man fand das Mediabook geil. Man hat gemerkt, oh scheiße, ist bald ausverkauft. Und dann waren es halt einfach, weil es halt schon teilweise vergriffen ist. Mhm. Ich glaube, ist er jetzt offiziell auch out of print? Ja. Teilweise kannst du das nicht mehr bestellen. Mhm. Da muss man schon Glück haben, wie bei einem anderen Film, den wir noch über die wir noch reden. Und dann hat man sich das halt einfach gekauft und geguckt. Ja. Ohne jetzt groß drüber lange zu warten, bis alle drüber gesprochen haben. So, wir haben zum Beispiel noch nicht Ghostland geguckt. Von Pascal Ogier. Ja. Wo ja auch alle drüber gesprochen haben. Das war auf jeden Fall einer von diesen Filmen, wo wir einfach mal geguckt haben. Aber, und auch nicht. Aber das Gute bei Ghostland ist auch, ich habe keine Ahnung, worum es da geht und was da so geil ist. Also von daher. Machen wir weiter, wir sind schon bei 28 Minuten. Sollen wir kurz Pause machen? Wir machen einen kurzen Schnitt. Wartet kurz, wir sind gleich da. Wie macht man hier diesen Schnitt? Da. Ach, da. Und da war der Schnitt. Ja, und machen auch direkt weiter mit dem Film, den ihr jetzt schon vor uns seht. Und der genauso glänzt wie der andere vor. Ich glaube, so ist fast schon besser, aber ich glaube, fällt der irgendwann nach vorne. Der Film ist so glanzvoll wäre wie jetzt in dieser Kameraeinstellung. Wir machen weiter mit The Boy oder 2 oder Bram. I See You haben wir uns 4 Sterne, hattest du gesagt. Genau, 4 Sterne, beide. Den zweiten Teil von The Boy. Also Brahms, The Boy 2 in diesem Fall. Und man muss sagen, The Boy, ähnlich wie I See You, hat genauso gut bei uns eingeschlagen, hat uns genauso begeistert. Einfach die Tatsache, dass es mal nicht paranormal ist, sondern am Ende doch noch irgendwie eine geile Auflösung ist, dass da ein Typ hinter der Wand ist, war so geil. Und dann bringen sie den zweiten Teil auf und man denkt sich, ja gut, was wollen sie denn da jetzt zeigen? Die Vorgeschichte. Ja, ist ja alles bekannt. Die Vorgeschichte, haben sie ja schon gesagt, soll es nicht werden. Nee. Und deswegen war das so, ja, was wollen sie? Man weiß doch jetzt eigentlich schon den Clou. Also, was soll da jetzt kommen? Und dann kommt das Schlimmstmöglichste. Und dann machen sie sowas. Also, der Film ist wirklich eine Vollkatastrophe in meinen Augen. Also, The Boy 2 einfach nur so geguckt, ohne dass man den ersten kennt. Ich meine,
Das Wichtigste, aber dann guckst du den das Wichtigste wird im zweiten Teil ja eh nochmal erwähnt. Die spoilern ja auch einfach, komplett den ersten. Ne? Ja, aber wenn man den The Boy 2 vielleicht einfach nur so guckt, ohne den ersten, ist es ein okayer Film. Was man aber nicht machen würde. Ist es ein okayer Film. Aber er tritt alles, was der erste Teil so gut gemacht hat, mit Füßen. Und sowas von. Das ist mein Problem bei diesem Film. Denn, was passiert? Eine es neue Familie zieht ins Haus. Ja. Also, nee, in das Nachbarhaus sozusagen. In das Gästehaus dieses Anwesens, wo The Boy 1 gespielt hat. Die Eltern sind ja tot. Die bringen sie hier um im ersten Teil. Wir sind ja in der Spoilerzone. Und diese Puppe ist ja anscheinend lebendig, in Anführungsstrichen, weil da lebt ja dieser Junge hinter der Tür, der Sohn. Und es endete ja irgendwie, ich kann mich nicht mehr ganz genau komplett ans Ende erinnern, aber es war so ein bisschen Mindfuck auch so, dass dann halt rauskommt, dass da der Typ wohnt. Und dann denkst du dir so, okay, gehst an den Film ran, denkst du so, okay, was soll der Quatsch jetzt? Dann kommt The Boy 2 und fängt in London, glaube ich, spielt das ja. Ne, in dieser Wohnung an, wo der Junge seine Mutter immer erschreckt und dann eines Nachts Einbruch und ziemlich krasser Start eigentlich. Angedeutete Misshandlung der Mutter, sag ich mal. Und der Junge, total traumatisiert, spricht kein einziges Wort mehr. Die Mutter auch traumatisiert. Aber nicht ganz so krass wie der Sohn. Und dann geht's ja los, dass sie sagen, ja, auf einmal ziehen sie aufs Land und die Eltern gehen anscheinend und nie arbeiten. Also der Vater, der ist ja gefühlt immer da und man fragt sich die ganze Zeit, wie macht der eigentlich sein Geld? Weil ich gehe nie arbeiten. Also was stört mich jetzt nicht an dem Film. Nee, aber wie kann die sich dieses Haus leisten? Das hat mich halt gestört. Das ist mir ziemlich egal. Und dieser Junge findet diese Puppe. Sie sind ja halt noch nicht mal hingezogen, sind gerade erst am Ankommen, da findet der Junge diese Puppe. Im Wald vergraben. Und ja, okay, das war alles noch okay. Und dann kommt da dieser komische Landwirt oder was das, Hausmeister Heini, ne? Das Haus ist total verfallen, das Haupthaus. Also eigentlich Schrott. Und dann fängt es halt an, so dass der Junge immer komischer wird. Der zieht sich so an wie die Puppe. Der nimmt die Puppe überall mit hin. Die Puppe muss ein Essen kriegen. Ja. Er fängt an mit diesen Regeln. Ja, die Regeln gab es ja schon im ersten Teil. Ja, aber er fängt ja dann auch damit an. Am Anfang sind die ja noch nicht, aber dann fängt er immer mehr an. Irgendwann spricht er dann auch mal wieder. So ein bisschen. Aber auch nur so ein paar Worte mit Brahms halt. Und dann denkst du dir schon so, okay, wo soll denn der Typ jetzt sitzen? Das Haus ist Schrott. Und da geht er ja auch nie hin. Er ist immer nur in dem Gästehaus. Und da gibt es ja nicht diese versteckten Wände, zumindest nicht offensichtlich. Und es wird immer beschissener. Und dann kommt es halt man muss da echt nicht viel drüber reden. Dann kommt halt am Ende der große Reveal. Es baut sich immer mehr auf, dass einerseits dieser Gärtner was damit zu tun hat. Und dass die Puppe von einer dämonischen Präsenz besessen ist. Also in der Kinofassung sieht man wohl anscheinend, als die den kaputt machen dann, da sieht man wohl innen drin einen Kopf. In Director's Cut, den der nur auf Blu-ray drauf ist, in dem Mediabook, da sieht man, haben sie das wegreduziert, dass die Puppe leer ist quasi, deswegen noch dämonischer wirken soll anscheinend. Und diese Puppe ist am Ende eine dämonische Präsenz, die Leute dazu bringt, ihre Liebsten umzubringen. Und ich denke mir so, Alter, wirklich? Das war ein Arschtritt in den ersten Teil mit Anlauf. So dieses, ja, fick dich doch, dass du eine geile Idee hattest, wir wollen doch wieder so ein Paranormal-Ding haben. Die haben es auch nicht gut genug erklärt, dass es ist vielleicht auch schon im ersten. Also es war alles so doof. Vor allen Dingen ist die Puppe auf einmal 300 Jahre alt. Ja. Beim ersten Teil deuten sie doch so an, dass sie die Puppe gemacht haben, nachdem ihr Sohn gestorben ist und die den quasi als Adoptivsohn dann hatten, diese Puppe. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Erinnere ich mich jetzt daran, aber nicht, dass diese Puppe 300 Jahre alt ist. Ja, es ist halt alles, auf einmal ist es doch paranormal und das hat alles irgendwie was miteinander auch zu tun mit dem ersten, den ziehen sie ja damit rein, also widersprechen sie, also heben sie alles auf, was im ersten irgendwie so geil war und sagen, ja, das ist doch nicht die ganze Wahrheit, es ist nur Zufall. Eigentlich war es doch. Es ist nur Zufall, dass der da hinter der Wand war, weil eigentlich ist es doch noch eine dämonische Präsenz. Hat mich enttäuscht, finde ich schade. Der erste war super, den zweiten hätte man sich sparen können. Definitiv, also. Für Horrorfans, guckt euch den an, trotz alledem, wenn ihr wollt, aber. Nee, nicht mal für Horrorfans, der ist ja nicht mal gruselig. Mich hat er enttäuscht. Ich glaube, ihr habt ihm zwei. Den werde ich auch so schnell, glaube ich, nicht nochmal gucken müssen. Bleibt jetzt trotzdem in der Sammlung, weil, rein
sollen bei uns schon noch zusammenbleiben, auch wenn der... Anderthalb Sterne. Anderthalb Sterne. Ich habe dem noch wohlwollende 2,5 gegeben, aber eigentlich eher 2. Nee. Wie gesagt, ich finde so an sich, wenn man jetzt vielleicht den ersten rauslässt... Also ohne The Boy-Thematik wäre es ein absoluter Durchschnittshorrorfilm. Ja, weil null gruselig. Also er ist ja nicht mehr gruselig. Das ist das Problem. Du hast ja nicht mehr Angst. Selbst bei diesem Überfall am Anfang denkst du so, ja, okay, was soll das jetzt? Weil das auch so aus dem Nichts kommt. Ja. So, das wird nicht angedeutet, dass da Leute einsteigen könnten. Nein, die sind einfach im Haus. Und ich frage mich so, die haben so eine riesen Hütte und eine riesen Wohnung und die haben keine Alarmanlage? Also lass uns nicht weiter mit diesem zweiten Teil hier beschäftigen. Der war wirklich einfach nur scheiße. Guckt euch den an, wenn ihr wollt. Aber lasst es lieber. Ein Erstblick kann ja immer nicht schaden. Vielleicht seht ihr es anders als wir. Am besten leitet ihr euch den irgendwie mal für 99. Jetzt haben wir euch ja eh alles ausgespoilert. Aber mich würde für die... Mich würde ja interessieren, was die anderen denken. Was die anderen darüber denken. Vielleicht gibt es ja Leute, die den total geil finden. Weil ich meine, ich kann jetzt mal bei Letterboxd gucken. Wir sind ja so ein bisschen bei Letterboxd jetzt mehr, was Filmbewertung angeht. Können wir unsere Links reinpacken von Letterboxd, dann können sie uns folgen. Da hat er 1,7, also wir scheinen jetzt nicht... Ein Baker mit 1,5 voll drin. Nicht unbedingt das alleine so zu sehen. Ja, aber es gibt jemanden, der irgendwie 5 Sterne gegeben hat, das ist erschreckend. Gut. Ich kann dir sogar sagen, wie viele Leute. Mir zeigt er das 50? 50 Leute haben 5 Sterne gegeben. 5 Sterne? Ich kann es nicht ganz sehen. Wie kann man diesem Film 5 Sterne geben? Wir machen lieber mit einem besseren Film weiter. Guck jetzt nach einer Review mit 5 Sterne, ob es die gibt. Wir machen weiter mit einem Film, wo sich die Meinungen sehr teilen. Zumindest in unserem Freundeskreis teilen. Bei Letterboxd hat er 4,0. Also ist sehr gut bewertet. Und zwar ein koreanischer Film, ne? Korea? Südkorea? Südkoreanisch, ja. Burning. Na, kriege ich ihn hier rein, ohne die Figuren runterzuschmeißen? Ja. Burning. Ein Film von Lee Chang-dong. Wie ich gerade vorne draußen lese, ich nicht, dass ich das wüsste. Also nicht Lee Chang-dong? Lee Chang-dong. Ach, ausgesprochen weiß ich auch nicht. Und... Ja, der ist sehr ruhig. Sehr ruhig. Ja. Also es ist ein Film, da muss man echt Sitzfleisch haben. Sitzfleisch. Der ist auch lang, ne? Er ist relativ lang. Aber immerhin, ja, 100, fast 2,5 Stunden, 148 Minuten. Ich finde ihn aber irgendwie trotzdem gut. Ich fand den Hammer. Ich finde ihn richtig gut eigentlich. Also so gerade in dieses Ruhige macht den ja so geil. Finde ich. Also so, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Es geht um... Scheiße, wie hieß der jetzt? Yang-Su. Es geht um Yang-Su, der auf der Straße eine ehemalige Schulkameradin trifft, die da gerade irgendwie am Arbeiten ist. Und dann treffen sie sich ab und zu mal und er verliebt sich halt in sie. Und sie erzählt ihm halt, ja, ey, ich mach bald eine Reise nach Afrika, auf die habe ich lange gespart, ich will das von der Welt sehen, ne, pipapo, man kennt das so. Und bevor sie aber abfährt, vögeln sie einmal miteinander. Und sie bittet ihn... Liebe. Nein, die vögeln. Und sie bittet ihn, sich um ihre Katze zu kümmern. Diese Katze sieht man aber nie in dieser Wohnung. Da soll eine Katze sein, aber man sieht sie nicht. Ja. Und offiziell darf sie auch keine Katze haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in Korea ist es anscheinend so, du kommst nur in die Wohnung, in bestimmte Wohnung, wenn du so einen komischen Code hast. Also ja, da ist wirklich so ein Zahlenkombination. Hausbereich war das so, ja. Nee, ich glaube, das ging direkt in ihre Wohnung, oder? Ja, aber in diesem Haus war es so. Ob es jetzt in ganz Korea so ist, weißt du nicht. Ja, bei dem anderen, da war es ja auch so. Ja, aber der hat eine Villa gehabt. Das ist wahrscheinlich der Alarmcode-Dings, mit der kein Alarm hochgeht. Der hat eine Villa gehabt. Der hat übrigens in Gangnam gewohnt, ja. Witzigerweise. Und sie fährt halt nach Afrika, er vermisst sie halt, weil er verliebt ist, wird halt die Katze, pipapo. Holt sie öfters mal in ihrer Bude einen runter, was auch schon ein bisschen komisch ist, aber naja. Ja. Und dann kommt sie halt wieder und hat jemanden im Gepäck namens Ben. Gespielt von, ich habe gerade seinen Namen vergessen, spielt aber bei Walking Dead mit. Oder hat damit gespielt. Steven Young. Steven Young.
Und lustigerweise, Steven Yeun ist zwar Koreaner, ist aber in Amerika aufgewachsen und spricht kaum Koreanisch. Lustigerweise. Habe ich im Mediabook gelesen. Insiderwissen. Also, nur mal so, wir reden von dem da, ne? Ja. Und der spielt halt Ben, ist so ein netter Typ, reich. Man weiß nicht ganz genau, womit er seine Kohle macht, weil er beantwortet es nie, nee, diese Frage. Und dann, ja, dann treffen die sich halt öfter mal zu dritt. Es geht halt quasi, also eigentlich wird die höhere Schicht und die untere Schicht zusammen. Genau, weil Jung-Soo wohnt bei seinem Vater. Genau. Oder kümmert sich um das Haus von seinem Vater. Weil der hat so eine kleine Farm. Weil der im Gefängnis ist. Der geht ins Gefängnis, weil er so ein paar Probleme hat. Und diese Farm, das ist ja das Besondere, ist quasi in der Nähe zur nordkoreanischen Grenze, sodass er quasi, wenn der Wind günstig steht, die ganze Zeit diese Propagandasprüche von Nordkorea abkriegt. Und naja, also du sagst ja, das, was dann noch hinten drauf steht auf dem Klappentext, ist dir schon zu viel, weil es sehr spät im Film passiert. Bis hierhin hätte mir voll und ganz gereicht. Dann steht auf dem Klappentext steht noch ein bisschen mehr, was ich jetzt gerade hätte nicht unbedingt benötigt. Aber da wir spoilern. Da wir spoilern. Sie verschwindet halt, ja, die junge Dame. Von jetzt auf gleich. Genau, sie ist einfach weg, meldet sich nicht mehr, geht nicht mehr ans Handy. Er trifft noch ein paar Mal Ben. Genau. Aber der sagt ja, dass sie ihn verlassen hat. Sie und sagt, auch er behauptet ja auch, dass sie Probleme hatte, völlig pleite war und einfach abgehauen ist wahrscheinlich. Er glaubt das aber nicht so wirklich und fängt an, Ben zu verfolgen. Weil Ben, die sind ja irgendwie bei ihm und Ben erzählt ihm ja, dass er hobbymäßig alte Gewächshäuser abbrennen würde. Genau, das erzählt er ihr noch, da ist sie noch dabei. Da ist sie aber völlig bekifft und zieht sie gerade aus oder pennt irgendwie oder so. Und das fängt ja schon, das ist ja schon so dieses, ich brenne gerne leere Gewächshäuser. Ich glaube ja, dass er das gar nicht ernst meinte. Naja, also Andeutung, die der Film ja macht. Ist eine Metapher oder irgendwas. Genau, weil er ja auch sagt, ich habe mir schon das nächste ausgesucht, das ist ganz in deiner Nähe, du musst die Augen offen halten, dann wirst du es sehen. Und dann verschwindet sie. Es wird ja behauptet, der Film deutet quasi an, was ja die Buchvorlage nicht macht, von Haruki Murakami. Die Buchvorlage deutet das wohl nicht an, dass Ben dieser Frauenmörder ist, offenbar, oder Serientäter ist, was jetzt im Film zum Beispiel angedeutet wird. Und daraufhin verfolgt er ihn ja auch und ich finde schon ein bisschen wahnhaft, fast schon, der Jung-Soo in seinen Taten, weil er immer weiter sich so reinsteigert, so, ja, der muss sie ja umgebracht haben, weil sie ist ja weg, quasi. Und dann fährt er da auch die ganzen Gewächshäuser in seiner Gegend ab. Das ist auch so geil. Dadurch entsteht auch dieses Coverbild. Mm. Das ist so geil, weil das ist quasi ein altes, leerstehendes Gewächshaus. Und da guckt er halt so rein und wundert sich halt, weil er ja gesagt hat, er brennt bald eins ab, aber dann... Genau, er sucht halt das Gewächshaus, was er abbrennen wollte. Also genau. Weil er es halt auch wirklich so... Und dann fährt Ben aber auch lustigerweise einmal in die völlige Abgeschiedenheit und steht halt an so einem See, Stausee. Könnte es auch sein und guckt halt so in die Ferne, träumerisch und ganz ruhige Bilder halt. Und das Ganze kulminiert am Ende in einem Gewaltausbruch von Jung-Soo, der sich, glaube ich, ja mit Ben offiziell verabredet hat. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So, ja. Also die treffen sich dann und dann fängt auf einmal Jung-Soo an, Ben abzustechen. Ja. Und zwar einmal richtig schön rein das Messer. Ja. Und setzt ihn dann in seinen Porsche oder Ferrari oder was der da fährt und brennt das Auto ab. Und zieht sich vorher aber selber die Klamotten aus und steigt nackt oder in Unterhosen in seinen Wagen und fährt weg. Und das ist das Ende des Films. Also der Film beantwortet nie komplett die Frage, was ist mit ihr passiert? Wo ist sie? Ist sie überhaupt tot? Wurde sie von Ben umgebracht? Ist Ben überhaupt ein Mörder? Das lässt sich der Film völlig offen und auch das Buch wohl. Und der Regisseur hat lustigerweise gesagt, er war überrascht, wie wir das im Buch eigentlich in dieser Kurzgeschichte nichts passiert. Also man muss jetzt schon sagen, sie deuten es schon sehr explizit an, in Form von dem Schmuck, was in seiner Badestube zu und der Katze, ist, so als die Andenken, auf einmal hat. Ne? Und der Katze, die er auf einmal hat, die vielleicht Katze, die ihr mal gehört. Ich fand ihn gut gedreht. Ich habe ihm 3,5 Sterne gegeben, weil
er mich noch so ein bisschen unbefriedigt am Ende gelassen hat. Aber ich bin halt so ein Mensch, der auch keine Aufklärung mag. Aber gibst du, du hast ihn geguckt, weil du Parasite geguckt hast? Ja. Hättest du Parasite nicht geguckt oder kein Interesse dran gehabt, hättest du den wahrscheinlich auch nie geguckt. Wäre Parasite wahrscheinlich scheiße geworden, hätte ich den nicht so schnell gucken wollen, ja. Also, Spoiler-Alarm, ich glaube, wir reden nicht über diesen Film, ne? Könnten wir. Wir haben ihn oft genug hier. Nicht konkret zumindest. Parasite hat uns nicht so gehypt wie die meisten. Also, es ist für uns kein 5-Sterne-Film, aber der ist echt ziemlich geil. Besser als Burning. Ich finde Parasite besser als Burning. Ist halt anders, ne? Wenn ich vergleichen darf, ja. Wobei Parasite ja auch sehr ruhige Stellen hat. Aber dieser Film, das ist ja Parasite quasi... Parasite ist auch ruhig, das aber... Das ist ja wirklich... Du hast quasi Burning, ist ja quasi dieser so... Dieser Film überzeugt einmal so, wenn man so will, so ja. Nulllinie und so ganz kurz zum Ende hin... Bip, ich finde, er überzeugt so einmal durch, durch seine Bilder, ja. Durch seine Spannung, auch diese Tatsache, dieses... Was passiert da nachher? Da passiert noch irgendwas. Es passiert ja auch was in seinem Gewaltausbruch. Also dieses... Der aber nicht mehr so richtig hart ist, finde ich. Also der ist zwar, aber er ist nicht so schockierend, wie man jetzt an Gewaltausbrüche erwarten könnte manchmal. Also da gibt es deutlich schlimmere Gewaltausbrüche, finde ich. Ich finde ihn, das bleibt noch relativ human. Ja. Naja, human im Sinne von, ne, da ist jetzt nicht die übelste Splatter-Parade am Start, sondern es ist schon relativ... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn man ihn dann absticht. Ne? Das klingt jetzt auch komisch, aber es wirkt jetzt relativ realistisch gehalten, wie er ihn umbringt am Ende. Es ist halt wahrscheinlich auch der Verlust von ihr, der da mitspricht. Klar, hätte man sagen können, du hättest das Ganze am Ende so umdrehen können, dann fährt er irgendwie weg und dann gibt es noch so eine am Abschluss so eine Szene, wie er sie über die Straße gehen sieht auf einmal. Und sie ist halt wirklich einfach abgehauen. Das wäre irgendwie noch krass gewesen. Aber das wäre dann vielleicht auch wieder so dieses... Aber nicht, dass ich mir das gewünscht hätte, aber... Das wäre, glaube ich... Auf sowas habe ich aber gewartet. Wenn das ein Hollywood-Film wäre, dann wäre das gekommen, behaupte ich. Im Hollywood-Kino wäre das gekommen. Das ist ja... Er hat was falsch gemacht. Ja, aber das wäre dann in so einem Hollywood-Film, so einem Arthouse-Film vielleicht, wäre das noch gekommen. Im südkoreanischen Kino sagen sie, who knows? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich finde trotzdem super. 4 Sterne... Ja. Vielleicht sogar 4,5, wenn ich nochmal gucke. Lass uns weitermachen mit ein paar Filmen, die wir einfach noch so geguckt haben, wo wir nichts vorzeigen können, aber einfach mal außer kurz das Cover. Drüber reden. Lass einfach stehen. Aber wir können das Cover kurz bei Letterboxd. Ja, aber das kann man ja trotzdem stehen lassen. Ich würde sagen, wir reden noch über diesen wundertollen Film. Nicht wirklich, naja, doch schon, aber auch nicht richtig scheiße. Scheiße war Gemini Man. Ist jetzt das nächste Thema. Den haben wir nämlich auch eigentlich mal geguckt. Ein Actionfilm. Actiontechnisch war der schon gut. Ja. Er hatte ganz nette Szenen. Sehr viel CGI. Ich möchte jetzt auch gar nicht groß auf die Geschichte eingehen. Wir haben jetzt zu lange über die anderen Filme geredet. Lass uns das einfach kurz und knapp machen. Nicht kurz und knapp, aber schon über die Geschichte ein bisschen außen vor lassen. Man sieht halt, dass es ein Technikfilm sein soll. Also, dass der sehr auf diese 248 Frames per Second oder so gehen sollte. Und ich glaube, wenn man den in dieser Sache, in dieser Bildrate sieht, ist der bestimmt noch bei auf einer riesen Leinwand. Das ist bestimmt super beeindruckend. Geschichtstechnisch ist es halt 0815 Film. Das muss man wirklich kurz sagen. Kurz und knapp nur zusammengefasst, Will Smith trifft auf sein 25-jähriges jüngeres Ich. Das sagte ja auch schon der Trailer. Das ist ja das, was im Trailer schon bekannt ist quasi. Das reicht, was man wissen muss erstmal. Ja. Clive Owen ist der Bösewicht. Huh, Spoiler. Und ja, also an sich... War okay. Die Story war okay. Ich finde, die Action Film, war manchmal zu viel. Man hatte halt nicht so viele Erwartungen aufgrund der ganzen des ganzen Vorgeplänkels, das da schon kam. Aber dann dachte man sich so, nee, eigentlich willst du ihn ja doch trotzdem mal gucken, weil ich meine, ich finde auch Will Smith in so ein, ich weiß nicht, ob er Junior auch gespielt hat, ne, oder ob sie da einen anderen Schauspieler hatten, wo sie den dann nur raufmodelliert haben. Das ist wahrscheinlich, weil die sind ja auch beide zusammen vor der Kamera und naja, gut, das kann agieren mit miteinander. Und alles sowas machen. Aber sie kämpfen ja richtig mit. Also siehst ja, dass sie sich richtig prügeln. Da gibt es auch Möglichkeiten. Ja, sein Gesicht ist Greenscreen, ist CGI, aber ich würde sagen, die hätten da schon einen Schauspieler für. Der halt eine ähnliche Statur hatte wie Will Smith vor 20 Jahren. Das ist ja nicht schwer, der war da ein junger Schlags.
Auf jeden Fall, dadurch, dass wir wenig Erwartungen hatten, hatte er uns denn doch ja insofern positiv überraschen können. Insofern, ist ein okayer Film. Dass man unterhalten war für 2 Stunden. Für 2 Stunden ungefähr. Und ja, drei Sterne haben wir beide, uns waren wir uns beide wieder sehr einig. Tut kann man sich weh. Angucken, muss man nicht. Erwartet nichts Großes. Gibt bessere Filme in diesem Bereich. Ja, das Problem ist halt, dass dieser Film schon vor 20, 30, 25 Jahren gemacht werden sollte und immer wieder sich andere Leute daran gesetzt haben, die den machen wollten, mit anderen Schauspielern. Ich glaube, diese irgendwie Sean Connery oder Harrison Ford war mal vorgesehen. Und die wollten ja schon ewig diesen Film machen. Aber niemand hat halt, aber irgendwie fühlten sie sich ja nicht technisch in der Lage dazu. Deswegen ist halt die Geschichte auch so altbacken. Weil das ist halt eine alte Geschichte, die du schon 1000 Mal jetzt gesehen hast quasi. Aber naja. Ja, mein Problem ist halt immer so dieses künstliche Gesicht von Will Smith. Also da fand ich das zum Beispiel, da haben sie es bei Lupe halt besser geklärt, weil da ist es Joseph Gordon-Levitt. Ein anderer Schauspieler quasi. Also dann sieht er halt nicht so aus wie Bruce Willis, aber eben halt... Aber schon ähnlich. Hat Ähnlichkeiten. Hätte mir bei diesem Film auch aber gefallen. Aber bei einem Klon musst du das aber, machen. Also, er ist ja das geklont. Problem bei Will Smith ist aber auch, dass wir alle wissen, dass Will Smith schon immer so ausschaut. Also ja. Der sah ja nie anders aus. Außer vielleicht mal... Außer dass er jetzt grau wird. Dass er jetzt ein grauer wird oder man zwischendurch ein bisschen leicht ein längeres Haar hatte. Mehr war er ja auch nicht anders in seiner ganzen Zeit. Ja, er hatte mal die Tonfrisur bei Fresh Prince. Das ist alles. Gut, aber wie gesagt, für Actionfans kann man da mal ruhig reinschauen. Er unterhält. Eine Sichtung ist es auf jeden Fall wert, würde ich sagen. jetzt machen wir mal ein bisschen, wir hatten ja jetzt gar nichts Lustiges groß dabei. Jetzt wird es ein bisschen kontrastig. Ein Film, da muss man schon Bock drauf haben. Da muss man so insgeheim auch ein bisschen Fan von sein. Ja, sonst guckst du das gar nicht. Dein Bildschirm ist irgendwie so aus. Ja, ich sehe das. Ich guck da mit drauf. Eurovision Song Contest. The Story of Fire Saga. Der Netflix-Film. Der Eurovision Song Contest Netflix-Film, muss man dazu sagen. Es ist ein so bekloppter Film. Ich sag nur, spielt Ja-Ja Ding Dong. Ja-Ja Ding Dong, ja. Der Ja-Ja Ding Dong Song. Der beschreibt diesen Film, glaube ich, perfekt. Gleich mal vorweg, ich habe ihm 3 Sterne gegeben. Aber es gibt genug Möglichkeiten, diesen Film zu kritisieren. Er ist irgendwie, ist wie so ein Unfall. Man will ihn, es ist peinlich, wie, es ist er schlimm. Er ist perfekt wie Eurovision Song Contest. Ja, er ist du wie hast so die Sachen, die du richtig geil findest. Ja. Also auch musikalisch richtig geil findest. Und du hast so Sachen, wo du dich fragst, was soll der Scheiß? Was machen die da? Ich finde, Will Ferrell. Oh Gott, ich war gerade nicht sicher. Will Ferrell, ich frage mich, habe mich die ganze Zeit gefragt, warum spielt er die Hauptrolle? Wer hat bitte entschieden, dass das eine gute Entscheidung ist? Ich meine, ich weiß warum, er hat es produziert, ne? Und er Drehbuch geschrieben und alles. Er steht total auf Eurovision Song Contest. Man merkt auch, aber wie viel Spaß hat. Aber genau, er hat optisch, ist das eine. Aber er ist super alt, gefühlt. Er ist ja auch alt. Und dann spielt er aber irgendwie so einen Jungen. Also man merkt ja irgendwie, dass er jünger sein soll, als er ausschaut. Und die Schauspielerin, mit der er spielt, ist ja auch 20 Jahre jünger oder so als er, ne? Und das hat mich teilweise echt irritiert und gestört. Also ich finde, diese Love-Story hätte ich halt echt nicht gebraucht. Ja, sie ist verknallt in Will Ferrell. Das ist halt die ganze Zeit was von ihm. Er ist aber nur auf diesen Ich will den Eurovision Song Contest gewinnen. Ding. Haben sie eigentlich am Ende gewonnen? Nein, sie sind disqualifiziert worden, weil sie einen falschen Song singen. So war das ja, genau. Ich habe jetzt gerade schon wieder vergessen. Der aber cool ist, der Song. Den sie singt am Ende, der ist cool. Aber es ist so absurd teilweise alles. Ey, dieser Auftritt. Dann spielt da Pierce Brosnan mit. Als der Vater von Als der Vater als von Der irgendwie das ganze isländische Dorf flachlegt. Ja. Also, das deswegen ist das ja nächste auch Ding. Ich konnte aber wohl verwendig als Isländer ein. Aber viel geiler ist so, seid ihr Geschwister? Nein. Und er immer so, vermutlich nicht. Ja, und man hat es ja bei, ich hab's am Anfang gar nicht gleich gerafft, weil man sagt, vermutlich nicht. Bis man dann immer mitbekommt, okay, der hat anscheinend wirklich mit jeder Frau geschlafen auf Island. Außer dieser einen. Außer dieser einen, der wirklich verliebt war.
Anscheinend. Oder zumindest. Na, außer seiner Frau und die verliebt war. Ja, außer die andere Frau, mit der er Will Ferrell hatte. Um Gottes Willen, guckt euch den nicht an, wenn ihr die Eurovision Song Contest, Contest sowieso schon hast. Das ist in 2 Stunden Eurovision Song Contest runtergebrochen quasi. Ja. In jeder einzelnen Szene gefühlt. Er ist dumm. Es gibt auch diese Tatsache, ja, dann fliegt er nach Hause, weil er denkt, er hat total verkackt. Also ja, es gibt ja beim Eurovision Song Contest gibt es ja immer diesen Vorentscheid für die Länder, die halt nicht das große Geld haben. Also nicht das große Geld da rein wuchern, müssen sich halt qualifizieren. Und er denkt halt, die sind da raus, weil die total verkackt haben. Aber so und richtig verkackt. Und aber, nein, sie kommen halt weiter. Spoiler. Und er fliegt aber nach Hause, kriegt es nicht mit. Keine sagt ihm das. Das ist auch so geil. Wie kann das auf der Insel? Der kommt auf Island an. Und alle haben es ja geguckt, dass sie weitergekommen sind, nehme ich mal. Auch an, haben sie auch gesehen. Und der geht an, den geht da fischen mit seinem Vater, weil er Fischer ist. Und niemand kommt auf die Idee, ihm zu sagen, ey, du bist eigentlich im Finale. Dann fliegt er zurück, weil er dann denkt, oh scheiße, wir sind ja doch im Finale. Das passiert alles gefühlt in einem Tag. Ja. 24 Stunden fliegt er von Island, von Schottland nach Island und von Island nach Schottland. Der größte Weg ist es, glaube ich, jetzt auch nicht. Aber, dann schafft er es nicht rechtzeitig quasi dahin. Also nicht mal, also die haben keine Proben oder irgendwas davor. Dann geht er dahin, dann quatschen sie kurz, dann machen sie einen anderen Song als geplant. Das ist alles so bekloppt und dumm. Und also es gibt genug Möglichkeiten, sich darüber aufzuregen. Geil, ja, irgendwie war ich unterhalten. Ja, Ding Dong. Ist aber eher Kategorie Guilty Pleasure. Ja, Ding Dong. Ja, Ding Dong. Aber auch diese Musikvideo. Und noch ein Spoiler, am Ende stehen sie als Pärchen mit Kind vor der Brust. Während ihre Eltern heiraten. Also sie sind Geschwister, die ein Kind gezeugt haben. Stiefgeschwister. Ist egal. So, Eurovision Song Contest. Und dann würde ich sagen, lassen wir das einfach dabei. Ich will keinen zweiten Teil, noch einen dritten Teil machen. Es hat Spaß gemacht. Vielleicht machen wir das bald nochmal. Wir haben gerade 1, 2, 3, 4, 5... 5 Filme besprochen. Nee, 6. 6? Eine Gemini Man. Also 6 Filme. Und Familie in zu einer, vermieten. Da haben wir nicht drüber gesprochen, dass wir den Schauspieler... deswegen, ja. Aber wir haben noch ein paar andere Filme geguckt. Vielleicht nur kurz angesprochen, was hätte heute auch noch darin vorkommen können, war Kursk. Haben wir gerade als letztes geguckt. Und beide am Ende heulend auf der Couch gesessen. Family for Rent, ein durchschnittlicher... Französischer Komödienfilm. Ich fand den super. Wir haben aber auch einfach viele Sachen wieder doppelt geguckt, wie Jaws in letzter Zeit, Moana oder Vaiana oder Avengers. Wir haben die ganze Psycho-Reihe mal durchgeschaut. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Film-Video, wo wir darüber reden, aber das Problem ist, dass das auch schon alles wieder ein bisschen vergessen ist. Ich habe keine 50 Sekunden, ich habe hier 30 Minuten. So. Das Handy was anderes. Man hätte. Nee, wieso? Du hast nur noch das da, das ist nicht das für 30 Minuten. Naja, auf jeden Fall habe ich mehr als 50 Sekunden. Wir haben dieses Jahr recht viel geguckt. Also, ich sag mal, wir sind beide jetzt schon über die Anzahl an Filmen, die wir letztes Jahr geguckt haben. Und es ist Halbzeit. Also insofern, wir waren sehr fleißig. Ich habe aber auch viel doppelt geguckt. Und du, glaube ich, auch, ne? Ich habe nochmal die komplette Marvel-Reihe zum Beispiel durchgeguckt. Hat echt Spaß gemacht. Nicht. Du hast nur einzelne Filme. Ich habe, glaube ich, mehr neu geguckt als doppelt. Ich habe viel doppelt geguckt, weil ich einfach mal wieder Bock hatte, einige Filme rauszuholen. Und ja, es macht uns Spaß. Uns geht's gut. Wir genießen unsere YouTube-freie Zeit. Ich vermisse das Videodrehen hin und wieder, aber auch nicht komplett. Aber wie gesagt, wir hatten heute mal wieder richtig Bock drauf. Warum nur? Sascha Cobretti hat uns vermisst. Und irgendwie dachten wir uns, na Mensch. Wenn der uns vermisst, müssen wir wieder. 1500 Abonnenten. Dann. Nein, Spaß beiseite. Man hat uns gesagt, ey, ja, es wirkt alles nicht mehr so frisch bei euch, ihr habt nicht mehr so viel Spaß wie früher. Und da hattet ihr sicherlich auch viel recht, weil es war zum Schluss auch viel, ja, wir müssen mal wieder ein Video drehen. Und
deswegen, die Pause hat gut getan und es wird wahrscheinlich wieder eine Pause danach kommen, aber hin und wieder werden wir uns es nicht nehmen lassen, uns vor der Kamera, oder hinter der Kamera, vor der Kamera ist immer so eine Sache noch bei uns. Dann müssen wir jetzt mal die Corona-Frisuren loswerden. Dann müssen wir die Corona-Frisuren loswerden. Oh, werbeunfreundliches Video. Aber auf jeden Fall hatten wir jetzt mal wirklich, wir haben schon, auch im Urlaub hatten wir schon überlegt, mal wieder ein Video rauszuhauen. Wollten aber nicht einfach so ein doofes Update-Video reinhauen, von wegen hier, das haben wir gekauft. Weil irgendwie ist es, da sind wir, ja, ich will nicht sagen, da sind wir drüber hinausgewachsen. Wir kaufen auch nicht mehr so viel wie früher. Wir haben 10 Filme gekauft. Ja, aber es hält sich in Grenzen. Das war jetzt mal wieder eine Ausnahme, weil eine Aktion da war, wo es gepasst hat. Aber in letzter Zeit, Corona hat uns enorm viel Geld in die Kassen geschafft, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall hat Corona es bewirkt, dass wir nicht so viel Geld ausgegeben haben. Und das ist auch ganz gut so. Ich freue mich aber trotzdem auf die nächste Börse und wann auch immer die stattfinden wird, keine Ahnung. Erstmal August, ne? Oder wann September war es geplant, aber mal schauen, ob wir da hinfahren. Ist noch so eine Sache, also unabhängig davon, ob sie stattfindet oder nicht, ist es auch nicht so unbedingt sicher, dass wir hinfahren oder eben halt nicht. Muss man mal schauen. Ist eine komische Zeit. Aber wir sind Corona-frei durch die Gegend, durch die Zeit gekommen. Zumindest unwissentlich. Unwissentlich. Also wenn wir es hatten, nicht wissentlich haben wir es zu wissen nicht gehabt. Also, ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Falls es jemand interessiert. Nur mal so am Rande. Und ja. Bleibt noch irgendwas. Ja. Kann man noch irgendwas sagen? Keine Ahnung. Wir spielen jetzt in Ja-Ja Ding-Dong-Song. Ich habe aber keine Ahnung, wie die Musik ging. Ich kann nur noch den Text. Ja-Ja Ding-Dong. Reicht doch, oder? Na, es war irgendwie. Ja-Ja Ding-Dong. Also, wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen. Es ist. Das Positive an diesem Film ist. Er hat nicht so viele Pipi-Kaka-Witze, was ja in den meisten Komödien mittlerweile die Grundlage ist. Was in sehr vielen Also vor allem Will Ferrell, ja. Der hat da gut vorgelegt. Das ist das Gute. Aber das ist ja auch bei Will Ferrell, ist ja jetzt wieder so, okay, er hat einen okayen Film, das heißt, der nächste wird wieder absolute Grütze. Weil der macht ja immer einen guten und einen schlechten. Hab ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ich gucke nicht so viel Will Ferrell. Eigentlich ist das kein Schauspieler, der mich interessiert. Ich habe so ein paar geguckt und da war wirklich so, also hier die fast ganz vergessene Welt. Alter. Also weiß, es gibt Fans von diesem Film. Ich habe mir den angeguckt, nicht mal komplett und dachte mir schon so, ach du Scheiße. So, jetzt machen wir wieder das, was richtig YouTuber-mäßiges. Schreibt uns in die Kommentare, welchen Film ihr denn als letztes gesehen habt oder welchen Film ihr uns empfehlen würdet. Und wie viele Sterne ihr und wie viele Sterne gibt. Ihr Brahms gibt, falls ihr ihn gesehen habt. Oh Gott, ja bitte. Oder schreibt irgendwas in die Kommentare zu den Filmen, die wir geguckt haben, falls ihr die auch geguckt habt. Schreibt uns in die Kommentare, wenn wir weiterhin scheiße sind, so wie früher. Egal, schreibt nicht egal. Egal! Oh Gott, jetzt hab ich davon nur rum. Das will ich gar nicht. Egal, wir sind immer noch genauso bekloppt wie vorher und können reden bis zum Ende, ohne auf die Stopptaste zu drücken. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz lieb Sascha Cobretti grüßen. Und aber auch, wie nennen wir sie jetzt? Steffi und Saskia. S&S. Die uns sich ebenfalls gewünscht haben, dass wir mal wieder ein Video machen. Also, falls ihr euch jetzt denkt, Kacke, jetzt haben die uns wieder mit so einem scheiß langen Video belästigt und nichts Sinnvolles drin gesagt, ja? Geht bitte auf Sascha Cobretti und auf Steffi und Saskia. Bitte schreibt einen Kommentar unter Steffi und Saskia, dann wissen sie auch, wo sie hingehen müssen jetzt an dieser Stelle. Und beschwert euch bei denen verdammt nochmal, ja? Wir können nichts dafür, die wollten ein Video von uns sehen. Nein, oh Gott, das ist Spaß beiseite. Ich sag jetzt Tschüss, weil es ist schon spät jetzt mittlerweile. 11:45. Wir haben früher auch viel abends und spät nachts gedreht, ne? Kann sein, ja. Selten beim Tageslicht. Und deswegen, ja, gucken wir jetzt noch einen Film. Ich bin noch im Nachtschichtmodus. Wir können noch bis Tiere durchmachen. Also gib mir 5 Minuten, dann schlafe ich auf der Couch ein. Aber ich könnte noch bis Tiere durchmachen. Und wenn ja, welchen Film gucken wir uns jetzt an? Oder wollen wir eine Serie weiter gucken? Das interessiert die Zuschauer jetzt noch brennend, bevor wir auf Stopp kommen. Also ich empfehle dir Farbe aus dem All. Da schlafe ich garantiert in 5 Minuten ein. Ey, den habe ich gestern Abend geguckt. Was für ein bekloppter Film. Man glaubt das nicht.
Ja gut, aber also, Nicolas Cage, ne? Aber wenn wir jetzt über Filme nochmal reden, die wir einzeln geguckt haben, dann möchte ich euch nochmal an dieser Stelle den Netflix-Film Der Schacht. Es ist, glaube ich, kein Netflix-Film, aber. Doch, ist ein Netflix-Film. Ist ein Original Netflix. Den Film auf jeden Fall auf Netflix Der Schacht empfehlen, falls ihr den noch nicht geguckt habt. Fand ich sehr gut. Ich möchte nicht weiterreden, weil du hast ihn nicht gesehen. Aber eine Empfehlung. Ess dabei aber nichts. Ey, Kalla, also, es gibt ja viele, die finden Farbe aus dem Ei richtig scheiße. Aber irgendwie hatte der was. Der war zwar bescheuert und nicht so, wie Lovecraft es sich wahrscheinlich vorgestellt hätte. Aber irgendwie... Allein diese Szene, also wer es geguckt hat, diese Szene auf dem Dachboden, wo dieser Hydro-Heini und der Sheriff da stehen, die Tochter und dieses Wesen und Nicolas Cage reinkommt, das Wesen abballert und dann sagt, ach, das ist ja gar nicht meine Familie und wieder rausgeht, Alter. Da saß ich mit da und dachte mir so, hä? Was hat denn? Das geht mir nicht aus dem Kopf, diese Szene. Weil das einerseits eine sehr... Also eigentlich müsste es eine sehr emotionale Szene sein, weil da wirklich eigentlich was krass passiert. Wenn man so drüber nachdenkt, dann kommt dieser Nicolas Cage-Moment quasi da rein. Gut, jetzt machen wir aus. Oder? Ja, Ding Dong. Ja, Ding Dong. So verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ding Dong.